ausgeschlafen und erholt, sind nur noch Mareike, Kevin, Martin und ich übrig, frühstücken gemeinsam und gehen dann in die Stadt. Im Café angekommen, haben wir uns alle ein Getränk geholt, was zu naschen und haben schon am PC einmal durch die Bilder geguckt, sie kopiert, gesichert oder schon manche bearbeitet. Work-Life-Balance. Ja. Die haben wir hier jetzt gefunden, richtig? Danach ging es dann zum Airbnb, wo wir unsere letzte Nacht verbringen. Wir haben schon mal eingecheckt und geschaut, was für ein Ort das eigentlich ist, wo wir die letzte Nacht unterkommen. Das ist unser Zimmer. Voll geil. Das Badezimmer sieht auch schön aus. Ja, geht's auch an? Das ist das. Wirklich gibt's Kolumbien, nicht. Ja, gibt's auch nur diese Tür. Schön. Aber wir haben eine gute Terrasse. Yay. Et voilà. Boah, ist nett hier. Oh, so ein cooles Dachshooting hätte man hier machen können. Im Anschluss haben wir uns den Botanischen Garten angeschaut. Ein wunderschöner Ort, nicht nur zum Entspannen, auch perfekt für ein Shooting wäre es gewesen. Hätte man mehr Zeit gehabt, vielleicht für ein nächstes Mal. Vom Botanischen Garten aus ging es dann mit dem Auto hoch auf die Berge. Wir wollten noch einmal probieren, ob wir es hinbekommen, über den Wolken zu sein, damit wir coole Fotos hinbekommen. Leider hatten wir keine Wolken, dafür aber vielleicht ein bisschen Regen am Ende. Nach dem erfrischenden Regen sind wir zu einem Restaurant gegangen und haben den letzten Abend dort gemeinsam verbracht zu viert, haben was gegessen und sind dann zu unserem Airbnb gegangen.